Mein Name ist Thor Alexander. Ich begrüße euch zu dem heutigen Video und hier möchte ich über digitales Zentralbankgeld für jedermann sprechen. Digitales Zentralbankgeld gibt es bereits heute schon und das ist das Kontogeld bei der Zentralbank, welches Institutionen mit Banklizenz nutzen können und natürlich auch die Mitarbeiter der Zentralbank. Das digitale Zentralbankgeld wird ein programmierbares Geld sein und das bedeutet leider nichts Gutes für uns als Geldnutzer. Weil die Zentralbanker können damit jeden Zahlungsvorgang überwachen und zwar zentral. Sie können alle Ein- und Ausgänge kontrollieren. Sie können Negativzinsen erheben. Sie können Strafzahlungen fordern. Sie können örtlich oder zeitlich einschränken, wann ich mein Geld benutzen darf. Oder sie können es sogar auf Produktgruppen einschränken. Das heißt, bestimmte Sachen werde ich dann mit digitalem Zentralbankgeld nicht mehr kaufen können. Stell dir vor, du kannst beim Lidl einkaufen, aber bei Aldi nicht. Die Zentralbanker können Guthaben einfrieren und korrigieren. Und die Korrektur wird wahrscheinlich nicht nach oben sein. Zudem können einzelne Kontoinhaber abgeschnitten werden, und zwar von allen Geldflüssen. Das gab es in der Vergangenheit auch schon mit Kreditkartengeld. Und dieses wird umso einfacher mit digitalem Zentralbankgeld kommen. Und ich habe natürlich auch eine Hausaufgabe wieder für dich. Überleg doch mal, was passiert mit den Banken, wenn digitales Zentralbankgeld eingeführt werden wird. Ich verabschiede mich und freue mich, dich im nächsten Video wieder zu begrüßen. Wenn dir das Video gefallen hat, mach doch einen Daumen hoch und folge mir auf Telegram. Tschüss. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.